Herr Steffel, viele Menschen sagen, in Deutschland wird der Rassismus wieder hoffähig. Was ist eigentlich ein Rassist? Das ist eine schwierige Frage, vor allen Dingen, wenn man sie pauschal beantworten soll. Mit Sicherheit jemand, der auf Minderheiten herabblickt oder eben rassistische Äußerungen gegenüber Minderheiten macht. Schlicht und ergreifend auch Vorurteile möglicherweise in vielen Bereichen hat. Wenn man einen Ausländer als Kanaken bezeichnet, ist man dann Rassist? Ist auch eine schwierige Frage. Ich würde sagen, nicht in jedem Fall, aber die Äußerung ist inakzeptabel. Nicht ist gar keine in Frage. Jedem Falle. Wann ist ein Kanake in irgendeinem Falle ein netter Begriff, ein freundschaftlicher Begriff und nicht ein Schimpfwort? Solche Begriffe sind völlig inakzeptabel, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Ja, Sie sagten gerade nicht in jedem Falle. Ja, ich habe gesagt, es ist nicht immer so, dass ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen, Herr Friedmann. Ach nein, da haben Sie sich so eilig. Und nein, insofern, nein, ich will das einfach mal genau verstehen. Ja. Und insofern sage ich ganz klar, das ist ein Wortschatz, es ist eine Wortwahl, die ist inakzeptabel, aber man muss mit Pauschalbegriffen in die eine Richtung wie in die andere vorsichtig sein. Wenn man einen Schwarzen als Bimbo bezeichnet, ist man dann Rassist? Das ist die gleiche Antwort wie eben. Wenn man einen Behinderten als Mongo bezeichnet, ist man dann Rassist? Ich glaube, das hat mit Rassismus weniger zu tun, weil also der Begriff Was Mongo... Was ist man dann? Ja, Mongos darum, für einen Behinderten? Ich würde Rassismus eher auch in der Frage betrachten, wie man mit Minderheiten umgeht, die möglicherweise dann in Deutschland beispielsweise nicht deutscher Herkunft sind, mit Ausländern Aber umgeht. Finden Sie einen... Also den Behindertenvergleich finde ich etwas finden zu kurz gegriffen. Finden Sie einen Mongo als Behindertenausdruck, finden Sie das nachvollziehbar? Nein, ich finde das nicht akzeptabel. Ich sage das nochmal, aber das ist immer auch eine Frage, wie man solche Begriffe verwendet. Deswegen macht es den Begriff nicht besser. Aber zumindest muss man auch dem, der ihn verwendet, zugestehen, dass man dann mal kritisch sich mit dem Begriff auseinandersetzt. Also wollen wir mal uns wirklich kritisch auseinandersetzen. Ja. Gibt es eine Situation, die Sie als erträglich und erklärbar und nachvollziehbar und nicht bewertbar empfinden, wo man solche Begriffe bewerten und nennen kann? Oder gibt es solche Situationen nicht? Nein, wir sind uns einig. Das sind Begriffe, die haben in einer weltoffenen, in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland keinen Platz. Die gehören nicht zum Wortschatz von Demokraten und sind deswegen auch nicht mein Wortschatz, um Ihrer Frage vorwegzunehmen, waren es auch nein, nicht. Nein. Haben Sie doch ein bisschen Geduld mit den Bitte. Fragen. Aber vielleicht sollte man denn doch eine Frage an Sie direkt stellen. Sie haben als Jugendlicher gesagt, Ausländer und Behinderte sind Kanaken, Bimbos und Mongos. Sind Sie ein Rassist? Also das behauptet anonym jemand, dass ich das gesagt habe. Ich habe gesagt, dass es nicht meine Wortwahl ist, dass es nicht mein Wortschatz ist, dass ich diese Begriffe nicht akzeptabel finde, dass ich aber auch so ehrlich bin, ganz klar zu sagen, dass ich mich nicht an jedes Wort erinnere, was ich mit 13 gesagt habe. Ich weiß nur eins, ich habe mit 30 keine Polizisten verprügelt, will nicht Außenminister werden, sondern regierender Bürgermeister. Und Sie finden einen Fehler mit einem anderen Fehler aufzurechnen, macht Ihren Fehler nicht mehr zum Fehler? Nein, finde ich nicht. Nein, finde ich nicht. Warum nehmen Sie dann das Argument? Ich finde nur blöde Aussagen eines 13- oder 14-jährigen Schülers. Seien Sie gefallen oder seien Sie nicht gefallen. Ich streite darüber gar nicht. Das macht Sie nicht besser. Sollte man nur auch nicht überbewerten. Das ist Blödsinn, der auf Schulhöfen mal gesagt werden kann. Das finde das nicht gut. Ich toleriere das nicht. Aber ich sage ausdrücklich, wollen wir die Zuschauer mal fragen, was die mit 13, 14 also, gesagt haben. Die Diskussion finde ich nicht sehr redlich also und lächerlich. Also würden Sie heute, wenn wir alle in unserem Land, Sie auch in Berlin, versuchen, rechtsradikale Jugendliche, 13, 14, 15, 16, die auch sowas sagen, die andere Menschen schlagen, würden Sie das unter Jugendsünde subsumieren oder würden Sie nicht sagen, das darf auch ein Jugendlicher in einem demokratischen Staat nie machen? Da sind wir völlig einer Meinung. Im Übrigen, wenn man Menschen schlägt, ist das völlig unabhängig davon, wen man schlägt, ebenfalls nicht akzeptabel. Können Worte schlagen? Wahrscheinlich ja. Wobei ich dann nochmal zum Ausgangspunkt Ihrer Frage komme, wenn wir das Thema ernsthaft besprechen. Es ist ein Stück weit auch eine Frage, wie man das sagt. Das macht es nicht besser. Aber deswegen ist jemand nicht also, pauschal ein einmal, Rassist. Da Sie es noch einmal gesagt es ist haben, nicht da akzeptabel. Sie es noch einmal gesagt haben, muss ich Sie denn doch noch einmal fragen. Ja. Sie sagen, wie man es gesagt hat, ist entscheidend. Nein, gibt es ein Wie, dass das Prinzip anders bewertbar sein lässt. Wenn ich Ihre Frage umdrehe, Herr Friedmann, Nein, würde ich damit subsumieren... Nein, drehen Sie nicht eine Frage um, sondern geben Sie eine Antwort. Gut. Wenn ich Ihre Frage...
wenn ich Ihre Frage beantworte mit Ja, heißt das, dass ich mich selbst für einen Rassisten halte, weil mir nachgesagt wird, ich habe mit 13 auf dem Schulhof den Begriff Neger zum Beispiel benutzt. Da sage ich ganz deutlich, ich bin kein Rassist, ich verwahre mich dagegen, auch wenn ich mich nicht an jedes Wort erinnere, was ich mit 13 oder 14 Jahren Sie gesagt habe. Sie sagten auch, damals haben wir über Ostfriesenwitze herzhaft gelacht, natürlich haben wir auch über Türkenwitze gelacht, wenn sie gut waren. Lieber Herr Steffel, was unterscheidet einen guten und einen schlechten Türkenwitz? Also es gibt durchaus witzige Witze und spaßige Witze. Beispielsweise haben wir in der Jungen Union in der CDU am meisten immer über Kohlwitze gelacht. Das kann ich verstehen. Und genauso gibt es witzige Witze und über die kann man auch lachen. Und darauf habe ich nur hingewiesen. Im Übrigen will ich mich zum journalistischen Stil, das war in einem Hintergrundgespräch, wo wir das Thema sehr intensiv erörtert haben, überhaupt nicht äußern, sondern ich sage sehr deutlich, mit 13 oder 14 ist es nicht akzeptabel, aber jemand, der das sagt, muss deswegen nicht zwingend ein Rassist sein. Was ist er denn? Ein dummer Junge, wenn Sie so wollen. Also dann doch Jugendstreiche. Haben Sie Verständnis für jugendliche Rechtsradikale? Nein, wobei ich auch ausdrücklich da differenziere und sage, jemand, der das Wort Neger benutzt. Und nur darauf, Herr Friedmann, habe ich mich übrigens bezogen. Reden wir doch über Kanaken. Ja, nein, ich habe über Neger gesprochen. Sie haben nicht auch über Kanaken gesprochen. Nein, ich habe über Neger gesprochen. Die Journalisten haben über Kanaken gesprochen. Und Sie haben dazu sich geäußert. Und ich habe gesagt, dass in meiner Jugend das Wort Neger völlig normal war, weil ich auch Negerküsse gegessen habe und nicht Schaumgebäck. Und ich bin nach Amerika gekommen. Finden Sie es richtig, dass ja, es Negerküsse ich sag gibt? Ihnen, ich sag Ihnen das, ich sag... Ich finde das heute nicht richtig. Ich könnte Ihnen aber viele Menschen nennen, interessante Menschen, Menschen ganz außerhalb der Politik, die in den 70er Jahren auch das Wort Neger benutzt haben. Ich will das aber nicht als Kronzeugen anführen, sondern ich sage sehr deutlich, in meiner Jugend war der Begriff Neger normal. Und als ich nach Amerika kam, als ich nach Afrika kam, habe ich gemerkt, dass Farbige diesen Begriff in der englischen Übersetzung für beleidigend halten. So weit, und von da an habe ich ihn nicht mehr benutzt. So weit, so gut. Was ist mit Kanake? Wie ist denn da Ihre Geschichte und die Geschichtsverkitterung? Wissen Sie, ich halte das alles übrigens im Ergebnis für ein ziemlich großes Ablenkungsmanöver, wo man versucht, von den wirklichen Fragen in Berlin abzulenken. Es werden die Jugendsünden, ich nehme Ihr Wort, eines 13-jährigen, 14-jährigen Teenagers diskutiert, statt wirklich mal darüber zu diskutieren, was in Berlin politisch nötig ist. Liegt es nicht vielleicht daran, dass Sie auf die Reaktion dieser Fragen erst einmal gesagt haben, ich habe damit nie was zu tun gehabt, und erst als dann mit Ihrer Stimme von Steffel bewiesen wurde, dass Sie was anderes gesagt haben, herauskam, dass Sie unter Umständen gemogelt haben? Ich habe nichts anderes gesagt. Ich habe ganz klar... Sie haben der Öffentlichkeit erst einmal gesagt, Sie hätten solche Begriffe nie verwendet. Dann, nachdem es aufgedeckt wurde, haben Sie gesagt, vielleicht habe ich es gemacht. Warum haben Sie es nicht am Anfang schon offen erklärt? Das ist falsch, was Sie sagen. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie korrigieren muss. Ich habe gesagt, dass ich mit den Vorwürfen, wie sie in dieser mir völlig unbekannten Zeitung standen, ich habe die am Tag danach in der Zeitung gelesen, so nicht konfrontiert wurde. Ich wurde mit drei Begriffen konfrontiert. Zu diesen drei Begriffen habe ich gesagt, dass ich mich nicht an jedes Wort erinnere, was ich als 13- oder 14-Jähriger gesagt habe. Im Übrigen, Herr Friedmann, wusste ich, dass es eine anonyme eidesstattliche Versicherung gibt. Was man von anonymen eidesstattlichen Versicherungen zu halten hat, können Sie sich sicherlich auch denken. Das war der Versuch, mich der Lüge zu überführen. Und deshalb habe ich gesagt, ich kann mich nicht an jedes Wort erinnern, auch wenn es nicht meine Wortwahl war. Mich interessiert Ihre Lüge momentan weniger. Mich interessiert Ihre Geisteshaltung als Jugendlicher. Wenn Sie das gar nicht mehr ausschließen können, übrigens, ich kann für mich ausschließen, dass ich jemals Kanake gesagt hätte, wenn dann das dann nicht kann, dann interessiert mich einfach, wie war denn so Ihre Einstellung als Jugendlicher gegenüber Ausländern? Also ich war immer ein Mensch, der Minderheiten respektiert hat, akzeptiert hat, sich sehr auch für den Schutz von Minderheiten eingesetzt hat, übrigens auch sehr intensiv. Also Sie haben sich für den Schutz von Kanaken engagiert, wie Sie es gesagt haben. Wissen Sie, ich habe Ihnen gesagt, das ist nicht meine Wortwahl gewesen und es ist es auch heute nicht. Schließen Sie es in der Sendung heute aus, dass Sie jemals so etwas gesagt haben könnten? Ich bleibe bei meiner Position. Ich sage sehr deutlich, ich kann mich nicht an jedes Wort erinnern, was ich vor über 20 Jahren benutzt habe. Können Sie sich daran erinnern, solche Wortwahl geübt zu haben? Was machen Sie, wenn es andere Menschen gibt, Freunde von Ihnen, das sind ja auch meist die politischen Freunde, die nicht anonym sagen, ich erinnere mich, klar hat der Steffel mal dieses und jenes gesagt. Erinnern Sie sich dann schneller? Wie wäre es, wenn Sie sich dann heute erinnern? Also es gibt, wenn ich das richtig sehe, von meinen 1500 Schulkameraden einen Anonymen, der behauptet, ich habe diese Begriffe verwandt. Punkt. Ich sage noch einmal,
Ich habe diese Begriffe nicht zu meinem Wortschatz gezählt. Ich zähle sie heute nicht zu meinem Wortschatz. Es war nicht mein Vokabular, es ist schon gar nicht meine Geisteshaltung. Deshalb bin ich weder rassistisch noch behindertenfeindlich, sondern ich habe möglicherweise mit 13, ich weiß das nicht genau, einen Begriff benutzt, der nicht in Ordnung war. Ich will darüber gar nicht streiten. Messen Sie mich an meinen Taten und Worten von heute. Ich habe in meinem engsten Beraterkreis eine Türkin, einen Libanesen, einen Filipino, sogar einen Österreicher. Insofern sehe ich das sehr gelassen. Also, Herr Stöckel, ich finde, Selbstverständlichkeiten zu betonen, macht verdächtig. Und ein Österreicher als Kronzeugen von Liberalität unter Heide zu nennen, ist auch eine interessante Aussage. Bundespräsident Johannes Rau hat gesagt, Zivilcourage beginnt damit, sich im Bekannten- und Kollegenkreis schlimme Witze über Juden, Polen und Türken zu verbitten. Hat er Unrecht? Nein, er hat Recht. Das trifft dann übrigens auch aufs Fernsehen zu. Ich könnte da auch Sendungen zitieren, wo jeden Abend Dinge erzählt werden, die mir nicht passen. Deswegen setze ich mich sehr couragiert für Minderheiten ein, für Menschenrechte sowieso ein und versuche auch in vielen Schuldiskussionen, ich war lange Jahre Jugendtrainer im Fußballverein, jungen Menschen deutlich zu machen, dass Toleranz, dass Liberalität unverzichtbar sind in einer Gesellschaft. Ärgert es Sie, dass die Jugend Sie einholt? Es ärgert mich, dass mit solchen anonymen Geschichten man versucht, einen Politiker, der sich seit Jahren außerordentlich demokratisch, redlich und vernünftig überall benommen hat, versucht man, ihn in eine dumpfe rechte Ecke zu stellen, weil es nicht zutrifft. Haben Sie sich denn nicht selbst in diese Ecke gestellt? Sie hätten ja ganz anders reagieren können. Sie hätten auf diese Vorwürfe sagen können, okay, vielleicht habe ich es gesagt. Sollte ich es gesagt haben, sage ich in aller Öffentlichkeit, es ist unerträglich, unverzeihlich und es gibt keinen einzigen Grund, der so etwas legitimiert. Und ich sage heute allen Jugendlichen, wer dies mit 13, 14, 15 macht, wird von mir, Steffel, der ich jetzt führend in der Politik sein will, immer hören, es ist unentschuldbar. Stattdessen haben Sie gesagt, es ist entschuldbar. Nein, meinen Sie nicht, dass das Ihr Problem ist? Herr Friedmann, Sie vermischen Dinge. Das Thema ist mir zu ernst, als dass Sie die Dinge so vermischen. Ich habe ganz klar gesagt, das ist nicht akzeptabel. Junge Menschen dürfen diese Worte nicht benutzen. Haben Sie ganz klar gesagt. Ich habe mich zum Begriff des Negers geäußert und habe gesagt, in meiner Jugend war das ein Begriff, der normal verwendet wurde. Das haben Sie klar gesagt. Jetzt will ich Ihnen mal vortragen, und Sie werden das dementieren können, was die Zeitung, die mit Ihnen das gemacht hat, veröffentlicht hat aus diesem sogenannten internen Gespräch. Da sagten Sie, ich schließe dauernd irgendetwas nicht aus, das ist auch eine Methode, dass ich mal irgendwann zu irgendeinem Türken in der Disco, wenn er meine Freundin angebaggert hat, gesagt habe, du scheiß Ausländer, wollen wir das alles mal nicht so katholisch sehen? Ich war ein normaler junger Mensch, das ist richtig. Also das ist für Sie ein normaler junger Mensch in Deutschland, der auch mal sagen kann, scheiß Ausländer. Nein, das kann er nicht sagen. Warum haben Sie das dann so formuliert? Seien wir doch mal nicht so katholisch. Wie wäre es, wenn Sie ausnahmsweise mal sehr katholisch wären? Das ist sogar noch falsch zitiert aus dem Gespräch. Übrigens, das gesamte Interview wird ja nicht veröffentlicht, sondern nur Auszüge daraus. Es war ein Hintergrundgespräch. Ich sage nochmal, das war nicht mein Wortschatz, das ist nicht mein Wortschatz. Ich brauche da keine Belehrungen. Ich war nie ein Rassist, ich bin es nicht. Und ich kann trotzdem mich nicht an jedes Wort erinnern, was ich mit 13 oder 14 gesagt habe. Viele Menschen in Deutschland, die auch so mal bei Gelegenheit sagen, zu viele Ausländer in Deutschland, die Kanaken, halten sich auch nicht für Rassisten. Kann es sein, dass Realität und Bewusstsein auseinanderklaffen? Es kann sein, dass junge Menschen in ihrem Leben lernen müssen. Das will ich nicht ausschließen. Und ich muss ausdrücklich sagen, wir sind auch heute in der Gesellschaft über 20 Jahre weiter in dieser Diskussion. Es sind auch Dinge in den letzten Jahren geschehen, die zu Recht die Diskussion etwas dramatischer machen als möglicherweise in meiner Schulzeit. Kinder werden nicht als Rassisten geboren. Wo haben Sie eigentlich solche Ausdrücke gelernt? Ich könnte mich jetzt zum 10. Mal wiederholen und sagen, es war nicht meine Wortwahl, es ist nicht meine Wortwahl. Sie, ich habe mich zum Begriff Neger geäußert, Herr Friedmann. Nein, entschuldigen Sie, einen Augenblick. Sie haben in den Interviews, übrigens auch das, was Sie autorisiert gesagt haben, ich kann es nicht ausschließen. Hier sagen Sie, ich habe es nicht getan. Was ist denn nun die Version? Haben Sie es nicht getan oder können Sie es nicht ausschließen? Friedmann, ich habe Ihnen gesagt, es ist nicht meine Wortwahl, ich erinnere mich nicht an jedes Wort. Sie wissen selbst, ich muss jetzt gegen diese anonyme, mir gar nicht bekannte Geschichte den Beweis antreten, dass ich in 25 Jahren so ein Wort nicht benutzt habe. Sie müssen nur gegen sich selbst den Beweis anstehen. Nein, ich habe mir überhaupt keine Vorwürfe zu machen. Ich habe mich in meinem Leben immer für Ausländer eingesetzt, übrigens auch für die Aussöhnung mit Israel eingesetzt. Haben Sie, und ich war sehr, sehr viel im Ausland. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was Israel mit diesem Thema zu tun hat, aber das werden Sie mir auch noch erklären können.
Ja, das ist natürlich das, was wahrscheinlich als nächstes kommt, um CDU-Politiker in die rechte Ecke zu drängen. Ich lasse mich in diese rechte Ecke nicht drängen. Das ist ein Ablenken von den wirklichen Fragen, die wir in Berlin zu diskutieren haben. Im Übrigen ist interessant, dass wir nur in der Jugend eines Kandidaten in Berlin forschen und auf dem Schulhof rumschnüffeln, was der mit 12 oder 13 erzählt hat. Ich finde die Diskussion wirklich lächerlich, was die Begriffe nicht besser macht.